Hallo MTV. Komm mit, ich zeig euch jetzt meine Hood, meine Crib. Das ist hier unser riesiges Apartment in Sydney. Das ist unsere Outdoor-Terrasse, hier chillen wir manchmal abends mit unseren ganzen Homies. Und ja, zeige ich euch mal das Innere unseres Apartments. Also erstmal das riesige, das krasseste. Mit Daumenscanner. Funktioniert natürlich nicht. Rein. Das ist unsere Küche hier. Hier chillen wir manchmal mit 20, 30 Leuten, kochen zusammen, gucken auf unserem Flachbildschirm Fernsehen. Ist eigentlich riesig hier. Jetzt zeige ich euch mal erstmal unser Zimmer. Ist auf jeden Fall auch richtig cool. Hier ist unser Gästezimmer. Hier ist unser zweites Gästezimmer, drittes Gästezimmer. Für ein paar Freunde zu Besuch kommen. Und ja, jetzt kommt mal zu uns mit dem Zimmer. Wir haben ein richtig geiles Zimmer. Sowas habt ihr noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zweit reinpassen, aber versuchen wir mal. Komm rein, komm rein. Ja, das ist unser Zimmer. Hier schläft Yannick, hier schlafe ich. Sind so circa 2 Quadratmeter, glaube ich. Ja, hier machen wir auch manchmal Partys drin mit echt vielen Leuten. So passen auch 20 Leute rein und so. Ja, hier haben wir echt eine gute Zeit. Wir haben sogar Klimaanlage, läuft auch richtig gut. Ist überhaupt nicht warm hier. Also abends ist es richtig schön kühl, kann man gut schlafen, ist überhaupt nicht warm. Und ja, jetzt zeige ich euch mal die Wellness Spa. Das ist unsere Dusche oder unser Whirlpool eigentlich. Das Klo ist auf jeden Fall richtig krass. Wir haben ein richtig edles Klo. Und zwar läuft es so, wenn du auf Klo bist, gehst du auf Klo und wenn du spülen möchtest, dann spülst du mit dem Waschbecken. Und jetzt kommt hier Wasser raus. Ich weiß nicht, wo es rauskommt. Vielleicht ist das Klowasser, man weiß es nicht. Auf jeden Fall richtig krasses Badezimmer. Spa-Bereich. Und natürlich haben wir noch ein Gästeklo, falls wir wieder Besuch haben, wenn wir hier große Party schmeißen mit 40, 50, 60 Leuten, so passen ja einfach alle hier rein. Ja, zeige ich euch mal das krasseste Klo der Welt. Haben wir extra bauen lassen, weil wir wollten das kleinste Klo der Welt bauen. Und ja, haben wir geschafft. Es ist offiziell das kleinste Klo der Welt. Ich war da selber noch nie drauf, weil ja, ist nur für Gäste. Aber ich habe gehört, es ist schwierig, dort auf die Toilette zu gehen. Man kann sich eigentlich nicht hinsetzen. Und naja, wir haben einfach daraus auch noch eine Dusche gebaut, weil, wer weiß, vielleicht will ja auch mal jemand hier drin duschen. Ne? Also haben wir hier auch noch einen Duschkopf reingebaut. Ich weiß nicht, wie das Ganze funktionieren soll, aber wir dachten uns, das ist eine coole Idee. Machen wir das einfach, bauen wir da noch eine Dusche mit rein. Ja, weiß nicht, das war's eigentlich schon. Autos haben wir leider nicht. Aber ja, das ist unsere Hood, unsere geile Wohnung und ich hoffe, euch hat es gefallen hier bei uns und bis bald. Moin Leute, wir sind wieder in Australien, in Sydney um genau zu sein. Wir haben Neuseeland verlassen, sind wieder rüber geflogen. Wir waren jetzt ganz schön viel unterwegs die letzte Zeit, sind immer irgendwie auf Achse gewesen, die ganze Zeit hin und her gereist. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, hier erstmal wieder so ein Airbnb zu holen. Das ist richtig zentral hier direkt am Hauptbahnhof. Wir wandern gerade hier durchs Univiertel. Und haben uns mal so spontan überlegt, dass wir uns jetzt einschreiben, oder? Also die Uni-Gegend hier ist echt richtig geil. Also ich könnte mir das vorstellen, theoretisch. Ja, also eben war es Spaß, aber jetzt ist ernst. Wir schreiben uns ein. Ja. Wir suchen jetzt gerade, nennt man das auch Sekretariat bei der Uni? Keine Ahnung. Ist echt riesig hier und oh, voll geil. So die ganze die riesige alte Universität und neben den ganzen neuen Gebäuden irgendwie so. Die sind alle so voll modern aussehen und so, das ist echt cool. Noch ein bisschen Kunst und Kultur machen wir hier. Ja. Noch mal kurz eine Kunstausstellung gelaufen. Sehr interessant. Yeah. Ich hätte einfach irgendwelche Lappen zusammengeflickt und als Bild hingehängt. Ich weiß nicht. Hey, das ist Kunst. Da haben wir keine Ahnung von. Wir haben den guten Hinak getroffen. Ihr kennt ihn wahrscheinlich auch. Ich glaube, ja, der ist halt auch hier so gerade in Australien und macht Videos. Den haben wir hier in Sydney getroffen und waren zusammen beim chinesischen Neujahr. Ja, und jetzt waren wir noch schön Guinness trinken und... War lecker auf jeden Fall. Ja.
Wir warten jetzt gerade hier noch auf die Bahn in King's Cross. Wir haben gerade noch so die, oder wir kriegen gleich gerade noch so die letzte. Haben hier einen coolen Abend mit Hinak verbracht. War ganz cool, den mal zu treffen. Mal einen anderen YouTuber zu kennenzulernen. War mal interessant zu hören, was der so für Erfahrungen gesammelt hat und so. Genau, jetzt dachten wir uns, machen wir noch mal ein kleines Update, was wir jetzt so getrieben haben eigentlich so in der letzten Zeit hier in Sydney. Was wir uns halt vorgenommen hatten, was wir eigentlich noch mal hier in Sydney machen wollten. Wir wollten auf jeden Fall ins Ivy's, weil da haben wir voll viel von gehört, dass es gut sein soll. Halt, das ist halt dieser riesen Club hier, glaube ich, an der George Street. Wir sind da angekommen, die Schlange war meterlang. Das war krass, wie viele Leute da rein wollten und dementsprechend voll war es halt da auch im Club drin. Der war einfach so riesengroß, da ging über 4 Stockwerke, glaube ich, und das waren auch irgendwie mehr oder, also ich, irgendwie waren das auch 2 Gebäude, glaube ich. In dem anderen Gebäude war irgendwo halt noch ein Pool drin. Den Pool wollten wir eigentlich unbedingt sehen, wir wollten da im Pool springen. Hat aber nicht geklappt, weil das die ganze Zeit voll war und dann meinten die immer so, ja, kommt in 20 Minuten wieder, oh, ist gesperrt und bla, und dann haben wir den Pool leider nicht gesehen. Aber ich habe noch nie einen Club gesehen, wo so viele Menschen drin waren, das war so krass. Man konnte sich auf der Tanzfläche halt kaum bewegen. Man konnte sich da nirgendwo bewegen eigentlich. Ja, selbst wenn man da irgendwo einfach nur durchgehen wollte, zur Tanzfläche hin. Ja, wir wollten so eine Treppe runtergehen, das hat, keine Ahnung, eine Viertelstunde gedauert. Ja. Das war zu heftig, aber war trotzdem cool, das mal gesehen zu haben. Das war auf jeden Fall ja, beeindruckend. Wenn das nicht ganz so voll ist, macht das ja locker auch richtig Spaß drin. Ja. Und guckt auf jeden Fall mal bei Hinak auf seinem Kanal vorbei, der macht auch coole Videos. Und jetzt setzen wir uns morgen Abend in den Bus und fahren irgendwie 15 Stunden lang nach Melbourne. Über Nacht schlafen im Bus. Und dann melden wir uns auch erst eigentlich aus Melbourne wieder wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.